Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie man Admin-Commands in Roblox verwendet. Manche haben nämlich gefragt, wie schreibt man ein Admin-Script? Ganz im Ernst, braucht ihr nicht. Es gibt schon HD-Admin, es gibt auch Coal-Admin und ganz viele andere Admin-Dinger, aber HD-Admin hat sich auf dem Markt durchgesetzt. Und wenn ihr euer eigenes Admin-Tool schreiben wollt, dann macht das. Aber dann macht das alleine. Da müsst ihr nämlich einiges für wissen. Wenn ihr hier die Toolbox öffnet, dafür geht ihr oben auf View und dann auf Toolbox, falls ihr es noch nicht getan habt, dann ist hier immer HD-Admin drin. Das könnt ihr einfach irgendwo reinziehen. Hier steht HD-Admin includes 3 Scripts, das ist in Ordnung, die wollen wir ja auch haben. Wenn ihr es nicht findet, sucht ihr einfach nach HD-Admin und dann findet ihr HD-Admin auch von Forever HD. Das ist einfach ein Admin-Modul, das benutzt so ziemlich jedes Spiel. Es funktioniert sehr gut, deswegen bleiben wir auch hierbei. Wenn ihr nun das reingezogen habt und dann in ein Spiel reingeht, in dem das reingezogen wurde, war es das eigentlich schon. Ihr seid hier drin, ihr seht, dieses HD-Admin-Ding ist weg, das hat sich selbst gelöscht und hier unten rechts steht, your rank is owner. Weil, wenn ihr das Spiel besitzt, wenn ihr der Ersteller von dem Spiel seid, dann habt ihr automatisch den Rang Owner. Dann könnt ihr auf eurer Tastatur L drücken und habt ihr dann halt eure Commands. Ihr könnt die Commands einsehen, indem ihr einfach Commands schreibt. Und dann kommen hier alle Commands für alle Ränge sortiert. Wunderbar. Und ihr seht, ihr habt alle Ränge, selbst die hier unten bei Owner. Aber das Ganze lässt sich dann auch konfigurieren. Ich habe dazu nämlich schon ein paar Fragen bekommen. Wir klicken hier nochmal auf das HD-Admin-Ding. Dann ist hier die Thumbnail-Camera, ein Local-Script, ein Part. Das kann alles weg. Also die komplette Thumbnail-Camera kann weg. Machen wir einfach entfernen. Weg ist sie. Dann haben wir About. Hier steht auch nur für Informationen zum Setup. Schau dir Dev-Forum an. Das könnt ihr euch auch gerne anschauen. Hier geben wir mal den Link ein. Dann ist hier der Post, HD-Admin. Hier hat er übrigens auch geschrieben, dass sie inzwischen Nano-Blocks entwickelt haben. Aber HD-Admin ist halt immer noch das beliebteste und am weitesten verbreiteste Admin-System. Deswegen zeige ich euch auch, wie das funktioniert. Dann könnt ihr unten auf die Tutorials gehen, API, Repository, was auch immer. Viel Spaß damit. Aber dieses About-Script könnt ihr auch löschen. So. Jetzt sind wir hier bei den Settings und das Settings-Modul ist das Interessante, weil hier stellt ihr alles ein, ihr macht einen Doppelklick drauf, hier stehen dann so Informationen über die Ranks, Owner, hat alle Rechte, Head Admin, hat die Berechtigung 1, 2, 3 und 4, Admin 1, 2, 3 und so weiter, bla 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 und hier sind die Ranks einzustellen und das ist einfach ein Table, welcher sagt, wie die Ranks denn aussehen. Ihr könntet theoretisch sagen, ja, wir wollen an den Head Admin Rank umbenennen in Schmuser. Meinetwegen. Und dann heißt der Schmuser. Nun wollt ihr zum Beispiel auch ein paar Head-Admins hinzufügen. Owner ist immer Owner, das seid immer ihr. Aber ihr könnt auch Head-Admins hinzufügen. Und dafür schreibt ihr hier zum Beispiel einfach den Namen rein. In meinem Fall wäre das Roblox Conny. Somit habe ich jetzt Head-Admin-Rechte in dem Spiel. Ich habe natürlich Owner-Rechte, weil es mir gehört. Aber ihr könnt hier halt auch euren Namen oder den Namen von euren Freunden reinpacken. Wir machen Komma und sagen dann einfach Roblox Paul BS. War, glaube ich, der Username von Roblox Paul. Ihr müsst ihn übrigens abonnieren. Abonniert mal Roblox Paul. So, dankeschön. Der hat jetzt auch Head-Admin-Rechte bzw. Schmuser-Rechte. Und hier steht auch eine 0. Die 0 könnt ihr wegmachen. Das ist nur ein Beispiel, dass ihr auch User-IDs verwenden könnt. Das ist vor allem dann praktisch, wenn die User regelmäßig ihre Namen ändern. Ich gehe mal auf das Profil von Roblox Felix, kann hier oben aus dem Link die ID einfach rauskopieren und kann dann hier, wo die 0 steht, die ID reinkopieren. Und halt mit Komma fügt ihr noch weitere Leute hinzu und so weiter. Non-Admin ist natürlich der Rang für alle normalen User. Und VIP nenne ich einfach mal um in VIPP. Und das ist jetzt einfach Sadie. So, jetzt haben wir hier ein paar Ränge festgelegt. Wenn ich auf Play hier drücke, gehen wir wieder ins Spiel rein. Alles wird geladen. Lädt, lädt, lädt. Blub. HD-Admin ist hier oben erschienen. Hier unten rechts erscheint jetzt dein Rank is Owner. Und wenn wir hier oben auf das HD-Admin-Ding raufklicken, dann stehen hier Informationen. GitHub Nano Blocks, ja, kennen wir ja schon. Und wenn wir hier auf Admin raufgehen, sehen wir die ganzen Ranks. Und das sehen wir, ich bin der Owner. Dann gibt es noch den Rang Schmuser. Und das sind Roblox Felix, auch ich. Und Roblox Paul BS. Und wenn wir ein bisschen runterscrollen, ist hier VIPP und das ist Sadie. Also hat das Ganze funktioniert. Ihr könnt natürlich auch mit Commands Leute ranken, die im Spiel drin sind. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr im Spiel drin seid, einfach sagen, Perm Rank I2234XD2. Und dann sagen wir Nummer 4. Und damit ist der Rang dann auch gespeichert. So, dann gibt es hier unten noch Game Passes. Und ihr könnt einfach ganz einfach einen Game Pass zum Spiel hinzufügen. Wie man Game Pass hinzufügt, habe ich euch schon mal gezeigt. Ihr geht einfach auf die Spielseite, auf Passes und klickt hinzufügen. Dann gebt ihr hier die Game Pass ID ein und sagt dann, welchem Rang die Leute mit diesem Game Pass bekommen. Und das geht auch mit anderen Game Pass. Wir können jetzt zum Beispiel zu Pet Simulator X hingehen, gehen hier unten auf Shop und dann sehen wir alle Game Pässe, die angeboten werden. Und dann gibt es hier 8 Pets Equipped. Gehe ich rauf, kopiere mir hier oben die ID heraus. So. Und paste die ID hier einfach rein. VIP gibt es natürlich nicht mehr. Es gibt nur noch VIPP. Wir nennen das einfach mal um in hier Mod. Und jeder, der jetzt dieses 8 Pets Equipped Game Pass hat, hat somit auch den Rang Mod auf unserem Server. Dasselbe gilt dann auch noch für Assets. Wenn Leute irgendein T-Shirt von euch haben, können sie was bekommen. Und dasselbe gilt auch für Gruppen. Das bedeutet, wenn jemand in eurer Group ist, hier muss dann die Group-ID rein. Und hier muss dann noch die ID von dem Rang in der Gruppe rein. Und dann funktioniert das auch. Und dafür gehe ich einfach mal auf
Club Based, also auf meine Gruppe, geht dann auf Gruppe konfigurieren, dann gehen wir auf Rollen, dann gibt's hier den Rang Based und der hat die Rang-ID 254. Also gehen wir rein, sagen 254, kriegt bei mir Admin und dann brauchen wir noch die Group-ID und die bekommen wir, indem wir einfach wieder zurück auf die Gruppe gehen und hier oben aus dem Link wieder die ID rauskopieren. Dann gehen wir hier hin, kopieren hier die ID rein, machen das da weg, so, und jetzt sind alle aus der Gruppe Club Based, die den Rang Based haben, auch bei mir Admin. Wir drücken auf Play hier, drücken hier oben links dann wieder auf HD Admin, dann auf Admin und dann sehen wir, ich bin Owner, hab deswegen den Rang Owner, den Rang Schmuser haben die drei Leute, die ich dafür eingetragen habe. Admin haben die Leute, die in Club Based die Rolle Based haben. Dann gibt's hier noch Mod. Mod kriegt man, wenn man 8 Pets equipped hat und hier steht sogar Unlock, das heißt, ich kann hier raufklicken. Klicke auf Unlock, hier steht, das kostet 350 Robux. Und dann kommt hier, dass ich diesen Game Pass schon habe, deswegen kann ich ihn auch gar nicht kaufen. Und dann gibt es hier noch VIP Sadie Crew. Also alles funktioniert einwandfrei. Und das ist einer der Gründe, warum HD Admin so beliebt ist, weil es so einfach einzurichten ist. Man muss sich darum gar nicht viel kümmern, das wird alles schon automatisch gemacht. Und dann gibt es hier natürlich noch einen Rang für alle Leute, die auf eurer Freundesliste sind. Einen Rang für alle Leute, die einen VIP-Server gekauft haben. Natürlich nur, wenn sie jetzt auf dem VIP-Server drauf sind. Und Free Admin, also das ist praktisch der niedrigste Rang, den die Leute alle kriegen. Und hier unten ist dann Banland. Und hier könnt ihr alle Leute eintragen, die von eurem Spiel gebannt werden sollen. Zum Beispiel Roblox Conny. Roblox Conny soll in das Spiel nicht rein. Ich bin gespannt, ob ich mich selber bannen kann. Ich gehe einfach mal rein. Kann der Owner gebannt werden? Ja. You were kicked from this experience. You're permanently banned from this game. Dann verlasse ich es mal lieber. Und ich nehme mich hier mal wieder raus, damit ich nicht gebannt werde. Ihr seht, man kann dann einfach nicht mehr rein. Und hier unten kommen dann die System Settings. Es gibt einen Prefix. Das heißt, wenn man einen Command in den Chat schreibt, schreibt man immer diesen Prefix davor. Den könnt ihr zu was auch immer ändern. Dann gibt es den Split Key. Das ist das Zeichen, das zwischen einzelne Command-Argumente kommen soll. Hier ist es ein Leerzeichen. Das ist auch ganz praktisch. So kann man gut schreiben. Dann gibt es einen Batch Key. Das ist ein Zeichen, wenn ihr mehrere Commands gleichzeitig verwenden wollt. Momentan ist es auf nichts. Hier steht es auch in den Examples. Ihr könntet zum Beispiel einmal reinschreiben, jump me, semicolon, fire me, semicolon, smoke me, dann werden all diese drei Commands gleichzeitig ausgeführt. Wenn ihr es zu diesem Symbol ändert, dann müsst ihr schreiben, jump me, dieses Zeichen, semicolon, fire me, dieses Zeichen, semicolon und dann smoke me. Und es gibt natürlich noch ein Symbol, hier ist es einfach ein Komma, den qualifier batch key, wenn ihr mehrere Argumente gleichzeitig nehmen wollt. So, theme blue können wir ändern zu einer anderen Farbe, zum Beispiel, keine Ahnung, red. Wenn wir reingehen, dann hier oben auf HD Admin klicken, seht ihr, es ist rot. Und ich finde, Red sieht sogar ziemlich nice aus. Dann gibt es hier noch die Sound-IDs für Notices, für Errors. Es gibt ja Sounds und das sind dann die Sound-IDs von den Sounds, die abgespielt werden sollen. Die Lautstärke, in der sie abgespielt werden sollen. Und falls sie gepitcht werden sollen, kann man das auch einstellen. Dann gibt es noch die Welcome-Badge-ID. Das bedeutet, hier könnt ihr einfach ein Badge reinpacken, wenn Leute das erste Mal eurem Spiel beitreten. Werden diese Badges dem Spielern einfach gegeben. Darum kümmert sich HD Admin auch. Command Debounce bedeutet, dass erstmal gewartet werden soll, bis ein Command durchgeführt wurde, bis er nochmal ausgeführt wird. Könnt ihr auch auf False setzen, dann wartet er nicht mehr. Kann zu Problemen führen. Safe Rank ist dafür da, wenn ihr jemanden auf einem bestimmten Server kurzzeitig mal einen Rang gebt, dass es auf diesem Server gespeichert wird oder halt nur für diese eine Sitzung gespeichert wird. Loop-Commands bedeutet die minimale Rechteanzahl, die man haben muss, um Commands immer zu loopen zu können. Hier ist es auf 3 gestellt, das bedeutet, jeder mit dem Rang Admin kann Commands dann loopen. Das heißt, ihr schreibt einfach Loop und dann wird der Command halt so oft ausgeführt, wie ihr wollt. Hier könnt ihr Musik reinpacken, die dann im Radio abgespielt wird. Keine Ahnung, ob das jemals jemand verwendet hat, kann man aber machen. Und hier unten seht ihr übrigens die Theme Colors, die es gibt und könnt die natürlich auch alle anpassen. Ich habe jetzt Red genommen, dann ist es halt das. Ihr könnt aber auch eine komplett andere Farbe verwenden. Dasselbe hier mit Colors, Chat Colors. Ihr könnt ihr einstellen, zum Beispiel, wenn ihr den Rang Owner habt, dann ist euer Name Yellow. So, dann sagen wir mal, wenn man den Rang Schmuser hat, dann ist eure Farbe im Chat, sagen wir mal, Yellow, weil ich Yellow nicht mag. So, und der Owner kriegt dann meinetwegen Purple, gucken wir uns einfach mal an. Dann gucken wir einfach mal rein, wir gehen ins Spiel rein, klicken hier oben auf den Chat, schreiben irgendwas rein. Hat noch nicht funktioniert, weil jetzt hat AD Admin erst geladen, wir schreiben nochmal was rein und meine Schrift ist Violett, kann man gar nicht lesen. Wunderschön. So, dann seht ihr hier, welchen Rang braucht man für die Command Bar. Wenn wir das auf 2 packen, dann können normale User die Command Bar gar nicht sehen. Das ist der Minimum Rank, um zu sehen, wer gebannt ist. Wenn ihr Only Show Usable Commands auf True setzt, und das empfehle ich, dann kann man nur die Commands sehen, die man auch selbst verwenden kann. So, und hier kommt dann die Minimum-Rechte, die man braucht, um bestimmte Rechte zu sehen. Ich sag mal, 2 braucht man hier für alles. So, Rank Required to View Rank. Könnt ihr ja auch einstellen. Dann könnt ihr noch den Rank Type einstellen. Bla, bla, bla. Ihr könnt hier übrigens diese Welcome-Nachricht ausstellen, können wir jetzt auf False stellen, dann werde ich nicht mehr genervt mit deinem Rang ist Owner.
Wir können auch hier einfach das auf True stellen, dann werden alle Notices ausgestellt. Und hier könnt ihr dann für bestimmte Commands noch Limits einstellen. Auf der VIP-Server-Command-Blacklist kommen dann die Commands, die man auf dem VIP-Server nicht verwenden darf. Ihr könnt ihr zum Beispiel auch reinstellen Fly, so, und Noclip. Dann haben Leute vielleicht auf dem VIP-Server Admin-Commands, aber die Commands Fly und Noclip haben sie dann nicht mehr. Da gibt es dann noch eine Gear-Blacklist. Das sind dann die IDs von den Gears, die man sich nicht holen darf über den Command Gear. Und wenn ihr diese Berechtigung hier habt, dann könnt ihr die Gear-Blacklist ignorieren. Und hier könnt ihr dann die Player-Data-Store-Version einstellen. Wenn ihr die hier umstellt, dann werden alle vorher gespeicherten Sachen in den Data-Stores praktisch überschrieben. Beziehungsweise sind nicht überschrieben, sondern ihr nutzt dann halt einen anderen Data-Store. Und da gibt es dann noch die Core-Notices. Und hier unten könnt ihr dann noch Commands modifieren. Und das wär's dann mit den Haupt-Settings. Dann könnt ihr noch auf Custom-Features reingehen. Könntet hier dann zum Beispiel noch eigene Commands festlegen. Und wenn ihr zufrieden seid, dann habt ihr HD-Admin für euch eingerichtet. Nun könnt ihr in euren Spielen Admin-Commands verwenden, euren Freunden auch die Rechte dafür geben. Wie gesagt, typt einfach ein Commands, dann kriegt ihr eine Liste aller Commands. Und wir haben es jetzt auch so eingestellt, dass wenn ihr die Berechtigung für bestimmte Commands nicht habt, dass ihr sie dann auch nicht sehen könnt. Dann können wir Sachen schreiben wie, keine Ahnung, Ice, Me und ich stecke im Eis fest. Damit würde ich dann sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!